Jo Leute, was geht ab? Mir Personen ist Becker am Start und heute reden wir einmal über das neue Call of Duty Vanguard, denn es gibt schon sehr viele Leaks zu dem Spiel. Call of Duty selber hat schon die ersten Teaser gepostet und wir werden uns jetzt mal die interessantesten Leaks zum neuen Call of Duty anschauen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid und nichts mehr zu Call of Duty verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da und jetzt Leute, viel Spaß mit dem Video. Fangen wir erstmal damit an, was Call of Duty selber schon bestätigt hat. Sie haben einen Teaser-Trailer gepostet, der zwar schön anzusehen ist, wo man aber nicht wirklich was über das Gameplay sieht. Es ist auch nur ein rein cinematischer Trailer, deswegen ist da auch nicht wirklich was zu erwarten, außer halt zur Story, zur Atmosphäre und zum Setting. Mit dem Trailer haben sie aber auch das offizielle Logo von Vanguard released, was wirklich simpel, aber auch sehr nice aussieht. Des Weiteren haben sie das Reveal-Event bestätigt und zwar startet dieses am Donnerstag, den 19.08. um 19.30 Uhr. Hier wird das neue Call of Duty Vanguard revealed, jedoch wird man hier auch kein Gameplay erwarten. Ich werde am Donnerstag um 18 Uhr auch live auf Twitch sein, da könnt ihr euch gerne das Reveal-Event dann anschauen bei mir auf dem Channel, denn es ist manchmal sehr schwierig, immer in die Lobby reinzukommen bei Warzone, weil es komplett überfüllt ist. Deswegen, falls ihr nicht reinkommt oder ihr euch das einfach so nebenbei anschauen wollt, schaut gerne bei mir vorbei auf dem Twitch-Kanal, ich würde mich sehr freuen. Aber wie schon gesagt, dort wird man wahrscheinlich kein Multiplayer-Gameplay sehen, jedoch wird es zeitnah vorgestellt und zwar soll es wohl auf der Gamescom, welche am 24. bis zum 26. August ist, soll wohl das Multiplayer-Gameplay vorgestellt werden. Es wurde außerdem geleakt, dass eine Alpha rauskommt, die vom 27. bis zum 29. August sein wird, jedoch nur für PlayStation-Spieler verfügbar sein wird. In der Alpha soll es einen Modus geben, der sozusagen ein Mini-Warzone-Modus ist. Dieser Modus heißt Champions Hill und er soll in etwa so sein wie der schmutzige Bombe-Modus aus Cold War. Falls ihr ihn nicht kennt, ist im Prinzip so wie Warzone, dass vier Leute im Squad auf eine Map kommen, auf eine größere Map, jedoch nicht so groß wie bei Warzone, weniger Teams und dort muss dann ein Objective ausgeführt werden. Es wird auch wieder eine Beta geben, die wird erstmal für PlayStation Only sein, vom 10. September bis zum 21. September und es wird eine offene Beta für alle Spieler geben, vom 16. September bis zum 20. September. Der Release von Vanguard wird dann der 5. November sein und die erste Season, also Season 1, wird dann am 23.11. starten. Das sind die aktuellen Daten, natürlich kann sich das noch ändern, aber das sind auf jeden Fall Daten, die von Leakern gefunden wurden und von denen man ausgehen kann, dass diese auch so ungefähr sein werden. Call of Duty Vanguard soll wohl auch an allen Standorten vom Zweiten Weltkrieg stattfinden. Nicht wie bei World War II, welches ja, soweit ich weiß, nur in Europa gespielt hat. Es gibt sogar schon Leaks, die darauf deuten, dass man auf Maps in Japan oder Afrika spielen kann, was auf jeden Fall auch sehr, sehr nice sein kann, damit man ein bisschen mehr Abwechslung hat. Viele Leaker haben in der Vergangenheit gepostet, dass Vanguard komplett unfertig ist und ein kompletter Reinfall wird. Jetzt hat zum Beispiel MW2 Ghost gepostet, dass Sledgehammer Games anscheinend Vollgas gibt bei der Entwicklung, damit das Spiel vernünftig wird. Und ein Beweis dafür ist, dass es anscheinend schon 24 Maps gibt, die fertiggestellt wurden. Natürlich werden wir nicht direkt alle Maps beim Release bekommen. Viele werden in der Season bzw. bei den Season Updates dazukommen. Aber das ist schon auf jeden Fall mal eine sehr gute Nachricht. Ich erinnere euch nur mal an den Release von Cold War, wo wir gerade mal 8 Maps hatten und wovon man schon die Hälfte bei der Beta gezockt hat. Das klingt auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Viele Maps sind auf jeden Fall sehr, sehr nice, damit man ein bisschen mehr Abwechslung hat. Und vielleicht ist da auch die ein oder andere geile Map mal wieder dabei. Es wurden auch schon die ersten Waffen geleakt, die für das Spiel rauskommen sollen. Und zwar haben wir die STG-44, die MP40, die Type 100, die PPSH, die K98, M1911, die Thompson und das MG42. Da werden auf jeden Fall noch ein paar andere Waffen auf uns zukommen. Natürlich haben wir diese Waffen erwartet, aber es ist da trotzdem nicht verkehrt, die Bestätigung zu haben, da man sich auf diese Waffen direkt schon freuen kann. Leider gibt es hier auch ein paar schlechte Nachrichten. Man kann sich wieder gegen Wände lehnen und sich aufstützen.
Und es soll wohl wieder Türen geben. Beides Sachen, die in der MW nicht wirklich geil waren. Aber wir müssen auf jeden Fall abwarten, wie es dann im Endeffekt wird. Es kann ja auch sein, dass diese Sachen ein bisschen abgeschwächt wurden, weniger Türen sind oder nur auf bestimmten Maps irgendwelche Türen sind und das Anlehnen gar nicht mehr so gut ist. Es soll wohl anscheinend auch ein Anti-Cheat entwickelt werden, der in Vanguard integriert sein wird und welcher dann mit dem Release von Vanguard auch in Warzone herausgebracht wird. Das wird auf jeden Fall sehr viele Spieler freuen und ich bin gespannt, wie dann die Umsetzung ist. Und Leute, wie ihr es bereits kennt, das Beste kommt zum Schluss. SBMM ist auf jeden Fall wieder in Vanguard, so wie in den letzten CODs und es scheint so, als wird keine Minute darüber nachgedacht, daran etwas zu verändern. Sehr schade, aber so ist das nun mal. Wir müssen uns leider daran gewöhnen und ich denke auch wirklich nicht, dass da irgendwas dran geändert wird. Aber um eure Stimmung wieder aufzubessern, kommt jetzt wirklich das Beste zum Schluss. Der Zombie-Modus in Vanguard ist bestätigt und wird von Treyarch entwickelt. Und Treyarch ist nicht nur der Mitentwickler, sondern sie übernehmen komplett den Zombie-Modus. Die Dark Aether Storyline, die wir aktuell in Cold War haben, wird fortgesetzt und wir bekommen noch eine Map in Cold War Season 6. Danach wird der Zombie-Modus in Vanguard weiter fortgeführt. Das ist für mich die beste Nachricht und ich bin extrem gehypt. Ich hoffe, ihr seid auch so gehypt wie ich und schreibt mal gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch überhaupt auf das neue Call of Duty freut. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wie gesagt, ich bin am Donnerstag ab 18 Uhr für das Reveal-Event von Vanguard live auf Twitch. Schaut gerne vorbei, ich freue mich auf euch und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.